Diese Frau hat offensichtlich keine Kinder. Noch nicht. Und hat einen fulminanten Roman über ihre Kindheit eigentlich. In den Bestsellerlisten klettert dieser Roman, der erst seit einer Woche, glaube ich, am Markt ist, immer weiter nach oben. Dicht die Aufzeichnungen einer Tagediebin. Und wir begrüßen jetzt sehr herzlich die Autorin. Hier ist Stefanie Sargnagel. Liebe Stefanie, was magst du trinken? Einen Spritzer würde ich nehmen. Einen Spritzer? Schön, dass du Zeit für uns hast. Du hast zurzeit so viel zu tun. Ja, sehr gefragt bin ich halt. So ist das halt. War es das, was du dir vorgestellt hast? Wie? War es so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder bist du jetzt schon genervt von der Entscheidung, Künstlerin geworden zu sein, die derart gehypt ist gerade, dass du quasi keine Sekunde mehr frei hast? Naja, also ich rechne ja immer, dass irgendwann der große Fall kommt, dass ich irgendein Zeug produziere, wo dann alle sagen, oh Gott, das kann man jetzt echt nicht mehr tolerieren. Und ich stelle mich auch immer schon total darauf ein, damit ich dann halt nicht irgendwie negativ überrascht bin. Und es ist fast schon ein bisschen fad. Dass es ja, man frisst ja aus der Hand, hat man das Gefühl, alles wird alles, abgefeiert. Was ich angreife, wird zu Gold. Das war im Zeitmagazin auch so gut beschrieben, der Text, der Eingangstext, 10 Seiten Zeitmagazin, das ist wirklich sehr viel. Mhm. Und da geht es am Anfang darum, dass deine Lektorin dir schreibt, wir könnten das machen im Zeitmagazin, was schreibst du was? Und du sagst die ganze Zeit, na, echt nicht, ich habe keine Zeit. Und na, ich meinte halt auch so, ich muss halt auch mal schlafen, weil ich muss gerade 13 Stunden. Und sagt, drehen und meint, nein, ich bin mir ganz sicher, du schreibst deine Texte immer ohne zu schlafen. Und ich so, nein, also irgendwie brauche ich schon Ruhezeiten. Ja, aber... Du hast dann trotzdem abgeliefert? Also ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen auch eigentlich, dass man früher stirbt, weil man dann halt mehr verkauft. So. Also das ist ja so, glaube ich, das beste Marketing, so ja. Jung sterben. Ja, schreibst du das dagegen, an? Nein. Nein, eben nicht, ich muss dagegen kämpfen. Dagegen, aber halt, das Markenzeichen, die rote Mütze ist weg. Genau. Für immer? Weiß ich nicht genau, es war so aus einer Laune heraus. Also es hat auch so praktische Gründe, weil die Leute schon so fokussiert darauf waren, dass ich ohne Mütze überhaupt nicht erkannt werde und angesprochen auf der Straße. Ja. Was natürlich jetzt blöd ist, weil ich ohne Mütze hier bin und dann wissen die Leute, wie ich ohne Mütze ausschaue. Genau. Meine Psychotherapeutin wollte ständig über das Rotkäppchen-Märchen reden und über den bösen Wolf. Seit wann und hast du eine Psychotherapeutin? Seit ich reich bin halt. Also du bist reich? Mhm. Oder ist es in deinem Sinne reich? Also ja, in meinem Sinne so. Also ein paar tausend Euro im Monat, ja, aber genau. Nicht wirklich reich. Nein, also nicht so Charlie Brunner oder ich. Nein, nicht so wie ihr. So. Nein. Reich für eine Frau. Reicht für eine Frau? Für eine junge Frau. Aber das heißt, was sagt die Psychotherapeutin dir? Was ist das Dilemma, in dem du steckst? Sie will immer wissen, wer der böse Wolf ist halt. Deswegen habe ich dann die Mütze eben abgenommen. Jetzt reden wir eigentlich eh über nicht mehr viel. Also immer so, ja, läuft eh super für sie, sie machen eh alles richtig. Sagst aber du zur Psychotherapeutin, oder? Ja, so ungefähr. Ja, aber warum gehst du noch hin, wenn es eh läuft? Weißt du, und sie immer nur sagt, es läuft eh gut. Aber einfach, weil ich es mir leisten kann, ist halt irgendwie so praktisch, ist wie so zum Müllabfuhr gehen, sein Müll loswerden und dann muss man das halt. Ja, aber hast du Angst, die Street Credibility zu verlieren? Ich glaube, die habe ich eh schon längst mit verloren. Mit dem neuen Reichtum bist du bürgerlich geworden jetzt? Bist du kein Mitglied der elenden Gesellschaft? Ja, das bin ich sicher seit 1-2 Jahren nicht mehr. Also, und gibt es schon Fans, die sagen, ich lehne dich jetzt ab, Stefanie, weil du bist nicht mehr eine von uns? Ja, natürlich gibt es das. Ja. Aber damit habe ich auch gerechnet. Aber, ja, aber man kann ich nehme halt trotzdem die Eigentumswohnung und denke mir halt. Hast du eine? Tut es nicht weh. Noch nicht. Soweit ist ja noch nicht. Ja. Es wird auch ein Film über dich gedreht, beziehungsweise ist gerade im Begriff, zu Ende gedreht zu werden. Genau, es wird ein Buch verfilmt, ja. Ein Buch wird verfilmt? Genau, also ich würde das lieber so sehen. Es ist jetzt kein Biopic, es ist einfach eine Buchverfilmung von einem Buch. Übrigens, Michi Ostrowski. Michi Ostrowski spielt auch mit. Spielt auch mit. Wen spielt Michael? Spielt da jeder sich selbst? Er spielt einen Regisseur, der auch irgendwie so die authentische Künstlerin aus mir rausholen will. Genau. Wie authentisch ist die authentische Künstlerin Stefanie Sargnagel? Da gibt es nichts mehr, das ist schon alles so verwurstet. Das ist nur noch wie so eine durchlöcherte Seele irgendwie. Aber erklär mir mal, wie das funktioniert hat. Weil ich war vor 2 Jahren, glaube ich, in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt. Mhm. Da gibt es eine sehr berühmte, große, sehr angesehene Galerie. Mhm, Buchhandlung, ja. Wo wirklich nur die allertollsten Dinge sind. Und das gesamte Schaufenster, was ungefähr 30 Meter lang ist, war voll mit deinen Büchern.
Mhm. Wo ich dann gedacht habe, dass... Du warst neidig? Ich war neidig, natürlich. Entschuldige, hier... Verwirrt. Elfriede Jelinek, die Nobelpreisträgerin... Vorne Sibylle Berg. Schreibt... Du wirst... Gut, Sibylle Berg. Diese matriarchalen Netzwerke, da ist ja, mal jetzt, eben, ja, gut. Das weiß ich schon also aus. Du meinst, dass sie, nur weil du eine Frau bist, zu was schreiben? Ist das alles? Nein, nicht, weil ich eine Frau bin, ein nur, wirklich neuer sondern Ton? Weil ich eine gut vernetzte Frau bin, mit, ja, die schon weiß, wie man ihre... Ihre Netze spinnt. Weißt du, was ich interessant finde bei dem Buch? Ich habe es ja ganz gelesen, ohne Badewanne. Ich bade nie. Dass ich kannte ja deine ganzen kurzen Texte und jetzt hast du halt einen langen Text geschrieben, was ich mir denke, was ja kompliziert war. Aber du hast es, genauso wie es der Titel sagt, extrem dicht gemacht. Es ist ein langes Werk, wo mir aber nicht, überhaupt nicht fad geworden ist und wo ich die ganze Zeit gedacht habe, jetzt wird sie sich aber irgendwann verlieren, weil sie aus der kurzen Form kommt. War nicht so. War das Schreiben dieses Romans für dich völlig neu? Es war einfach eine konzentriertere Arbeit. Also so Kurztexte schreiben kann man auch im Spazierengehen und dazwischen mal was beim anderes Schlafen machen. Beim Schlafen teilweise, ja. Beim Aufwachen und sowas, da muss man sich halt schon irgendwo einsperren und sitzen bleiben halt. Also es ist eher die Praxis ist halt anders. Darf ich dich bitten, vielleicht eine kleine Kostprobe aus deinem Werk vorzutragen? Ja, ich habe zufällig was vorbereitet. Ah, also, du hast es auch dabei. Es war abgesprochen. Also in dem Buch geht es halt, es ist ein bisschen so eine Kartografie des Herumstravanzens, was eh viele kennen aus ihrer Jugend. Man macht nichts Vernünftiges, man geht halt durch Wien. Genau. Andererseits ist es auch ein Porträt über einen Freund eigentlich. Michi. Aber ich habe jetzt mal genau eine Stelle gewählt, wo der Michi nicht vorkommt, wo es eigentlich nur darum geht, dass ich halt als 16-, 17-Jährige herumstravanz. Schauen wir mal. Als ich am Heimweg war, traf ich zufällig ein paar Punks, die ich vom Sehen kannte. Die wollten gerade ein Konzert in der Arena besuchen. Ich hatte noch keine Lust, nach Hause zu gehen, also ging ich mit ihnen und blieb bis zum Sonnenaufgang. Immer noch wollte ich nicht nach Hause. In meinen Kopfhörern hatte ich gute Musik und dazu Lust, mich an die Donau zu setzen. Ich fuhr mit der U3 bis zum Westbahnhof, um in die U6 umzusteigen. Es war schön, den Leuten auf ihren Arbeitswegen zuzuschauen. Ich hatte ein Dosenbier in der Hand und fühlte mich erhaben. Ich fuhr mit der U-Bahn bis nach Floridsdorf und setzte mich dort vor eine Bäckerei, weil ich Hunger hatte. Mit einem Frühstückskipfel in der Hand schaute ich dem Straßentreiben zu und ich stand über allem. Zwei Typen gesellten sich zu mir, die hatten eindeutig auch noch nicht geschlafen, riesige Pupillen und sie plauderten gleich drauf los. Wir fühlten uns sofort wie Verbündete gegen die erwachende Welt. Sie waren auf einer Free-Techno-Party gewesen. Wir waren auf einer Wellenlänge. Ich sagte zu ihnen im Gespräch, wisst ihr, ich glaube, ich bin eine Philanthropin. Und einer der beiden sagte, wow, urfläschig, ist das so, wer der was mit die Tiere fickt? Ja, das war so eine Episode. Ja, ganz gut. Ja. Ist eigentlich so wie die Gags bei uns. Man lacht kurz, aber... Man würde es eigentlich rausstreichen. Entschuldige. Na, aber es werden hektoliterweise wird Bier getrunken. Ja. Und Pfirsichsaft, weil immer, wenn du Kiffe kaufen wolltest, musste man scheinbar vorher... Musste Eistee kaufen. Also ich wollte auch ein bisschen so Lokalkolorit über so Wiener Subkultur machen, was halt früher, viele von früher kennen, dass man in so kleine Tschocherl ging, um halt ja. Marihuana zu kaufen und so. Kaffee Lilly und so. Ja, genau. Aber ist es rauschhafter in deinem Leben, das Ekstatische durch Drogen oder Alkohol, ist das jetzt weniger geworden im zunehmenden Mal? Du bist ja immer noch jung, bis Mitte 30. Mit Mitte 30 habe ich mein Leben noch nicht ändern müssen, weil da habe ich noch alles ausgehalten. Ja, ist es bei dir so, dass es langsam, wirst du so wie Iggy Pop, der dann irgendwann nur mehr Müsli isst, aber trotzdem versucht sein Rock'n'Roll-Image nach außen hin zu verkaufen? Na, ich glaube, es wird bei den meisten Älteren so, dass man halt so, man muss dann immer so konzentrieren auf ein paar Tage und da muss man wieder brav bleiben, ein paar Monate halt. So ist es, um die Leber auch zu regenerieren zu lassen. Ist es eigentlich noch immer so, dass so Männer, so Leute wie wir, Christoph und ich, die quasi schon gearbeitet haben, als du noch ein Baby warst, mehr oder weniger, sind wir für dich so alte, weiße Männer eigentlich? Nein, es hat für mich junge... Junge, schwarze Männer. Junge, schwarze Männer. Das ist schön. Ein schönes Schlusswort. Wir empfehlen Dicht von Stefanie Sargnagel. Sicher nicht der letzte Roman, nehme ich an, nach diesem Riesenerfolg. Kann man sagen, wie viel Bücher erwartet sich eigentlich der Verlag, dass verkauft werden? 2 Millionen oder so. 2 Millionen? Ja. Darunter wäre es schon eigentlich ein Misserfolg, oder? Ja, kann man sagen. Bitte kaufen Sie dieses Buch, um Stefanie Sargnagel auch finanziell unter die Arme zu greifen. Eigentumswohnung. Wow. Und eine letzte Frage vielleicht an Michi Ostrowski. Wie viel Geld ist denn für den erbarmungswürdigen Heinz-Christian Strache reingekommen im Laufe der Sendung? Ganz kurzer Check. Kannst du? Oder nichts.
Okay, ist noch nichts reingekommen. Noch nichts, aber ja. Der Pfeil zeigt weiterhin nach oben. Es schaut ganz gut aus. Sagen wir, es ist ein schöner Erfolg. Es ist für mich kein negatives Ergebnis. Absolut. Kein negatives Ergebnis. Das ist sehr, sehr schön.